Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch unsere Top 10 der schlechtesten Entscheidungen der Geschichte. The call-up of reservists. Necessary, he says, to stop the West dividing and destroying his country. In dieser Liste werden wir uns mit historischen Fehlentscheidungen befassen, die uns im Nachhinein die Stirn runzeln lassen. Um es klar zu sagen, die meisten dieser Fehler sind militärische oder diplomatische Entscheidungen. Wir werden auch keine Entscheidungen aus dem Bereich der Unterhaltung oder Dinge, die Menschen nicht getan haben, mit einbeziehen, denn dafür gibt es keine Grenzen. Wenn du der Meinung bist, dass wir einen historischen Fehler übersehen haben, lass es uns in den Kommentaren wissen. Platz 10. Der Sturz von Mohammad Mossadegh im Iran. Wir gehen in den Nahen Osten, dieses Mal sind es einige Anhänger des Kapitalismus, die den Fehler begehen würden. Die Mission war in den USA unter dem Namen Ajax und im Vereinigten Königreich unter dem Namen Operation Boot bekannt. Aber die Grundsätze waren dieselben: Schutz der westlichen Ölinteressen im Iran. Und wie? Durch den Sturz des demokratisch gewählten Premierministers und die Einsetzung eines Monarchen, der den Forderungen der USA und des Vereinigten Königreichs wohlgesonnener war. Genau das taten sie. Die CIA heuerte sogar lokale Mafiosi an, um Unruhen anzuzetteln. Was folgte, war der Tod und die Unterwerfung vieler Menschen im Iran und eine Zeit der Unruhen, die schließlich zur iranischen Revolution von 1979 führten. Platz 9. Maos großer Sprung nach vorn. Die Ermordung von Millionen von Menschen ist immer eine schlechte Idee, aber genau das ist in China Anfang, Mitte des 20. Jahrhunderts passiert. In dem Bestreben, das Land schnell zu industrialisieren, versuchte die kommunistische Führung, eine Nachfrage nach Feldfrüchten zu erzeugen, die die Bevölkerung nicht befriedigen konnte. Die daraus resultierende Hungersnot führte im ganzen Land zu Todesfällen. Die Hungersnot war jedoch nicht die einzige Todesursache während des großen Sprungs. Im Laufe der Jahre sind zahlreiche Berichte über Folterungen, Prügel und Selbstmorde aufgetaucht. Die genaue Zahl der Todesopfer ist kaum zu ermitteln, aber sie wird auf 23 bis 55 Millionen Menschen geschätzt und kein Fortschritt ist einen so hohen Preis wert. Platz 8. Lyndon B. Johnsons Mikromanagement des Vietnamkriegs. Wir schreiben das Jahr 1963. Die USA befinden sich mitten in einem brutalen Krieg in Vietnam und der Präsident ist gerade ermordet worden. Lyndon B. Johnson tritt sein Amt an, nur 2 Stunden nach der Ermordung Kennedys. Johnson wendet das alte Sprichwort, wenn du willst, dass etwas richtig gemacht wird, musst du es selbst machen, auf den Vietnamkrieg an, indem er ihn im Alleingang führt und die Ratschläge der Militärberater regelmäßig ignoriert. Erst als Nixon Führer der freien Welt wurde, übergab er die Zügel denjenigen, die am besten für diese Aufgabe geeignet waren und lockerte damit den Einfluss des Präsidenten auf den Kampf in Vietnam. Platz 7. George W. Bush marschiert 2003 im Irak ein. Unabhängig davon, ob man glaubt, dass der Angriff durch Massenvernichtungswaffen, die Anschläge vom 11. September 2001 oder den Bedarf an Öl motiviert war, können wir alle darin übereinstimmen, dass dieser Angriff auf den Nahen Osten im Jahr 2003 das amerikanische Volk gespalten hat und für die Iraker verheerend war. Er löste einen kostspieligen, mehr als 8 Jahre dauernden Irakkrieg aus, der den Terrorismus nicht bekämpfte, sondern wohl eher förderte und vor allem die ISIS hervorbrachte. An der Heimatfront verwandelte er Amerika in eine gespaltene Nation, in der die eine Hälfte der Bevölkerung den Krieg unterstützte und die andere Hälfte ihn vehement ablehnte. Mit anderen Worten, die einen waren ein bisschen Country, die anderen ein bisschen Rock'n'Roll. Ein Hoch auf die South Park-Fans. Platz 6. Russland überfällt die Ukraine. The denazification and demilitarization of Ukraine. That was his outrageous justification for all this. The first based on a lie, the second a euphemism for invasion. Russland ist im Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert. Trotz russischer Behauptungen über den ukrainischen Nationalsozialismus ging es eher darum, den Beitritt der Ukraine zur NATO zu verhindern. Unabhängig von den Gründen war die Invasion für beide Länder und die Weltwirtschaft sehr kostspielig. Zehntausende wurden auf beiden Seiten getötet. Es hat sich eine Flüchtlingskrise entwickelt, nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Russland, wo Tausende versuchen, vor der Invasion zu fliehen. They are not afraid. We are ready to defend our country. Außerdem haben Länder auf der ganzen Welt Sanktionen gegen Russland verhängt, die die Wirtschaft des Landes zerstören. Da es sich um einen laufenden Konflikt handelt, lässt sich das ganze Ausmaß dieser schlechten Entscheidung noch nicht abschätzen. Doch schon die bisherigen Auswirkungen sind entsetzlich. This road lined with Russian tanks, destroyed when the Ukrainians were able to take this town back. Platz 5. Österreich-Ungarn beginnt einen Krieg.
1914 wurde Erzherzog Franz Ferdinand, der Erbe der österreichisch-ungarischen Monarchie, von bosnisch-serbischen Nationalisten ermordet. Österreich-Ungarn konnte die Ermordung seines nächsten Herrschers nicht auf sich beruhen lassen und beschloss, Serbien als Vergeltung anzugreifen. Da Russland jedoch mit Serbien verbündet war, wollten sie in jedem Konflikt Unterstützung von Deutschland. Indem Österreich-Ungarn seinen Angriff hinauszögerte, sorgte es dafür, dass Russland und seine Verbündeten Frankreich und später auch das Vereinigte Königreich ebenfalls in den Konflikt hineingezogen wurden. All diese Ereignisse mündeten in den Ersten Weltkrieg. Zwar sorgten die Fortschritte in der Militärtechnik und die zahlreichen europäischen Bündnisse dafür, dass es zwangsläufig zu einem massiven Konflikt kommen musste, aber Österreich-Ungarn war das erste Land, das den Krieg erklärte. Platz 4. Japan holt die USA in den Zweiten Weltkrieg. All the fighting's confined to this area. As you can see, this is their road to Australia and this is their way of controlling the sea lanes to America. Während des Zweiten Weltkriegs hatte Japan China und Korea überfallen. Dies führte zu harten Sanktionen seitens der USA, Großbritanniens und der Niederlande, die alle über Territorien im Pazifik und/oder Verbindungen zu China verfügten. Dadurch wurden sie vieler notwendiger Ressourcen, einschließlich Öl, beraubt. Um nicht durch einen Rückzug das Gesicht zu verlieren, erklärte Japan den Vereinigten Staaten den Krieg und griff 1941 Pearl Harbor auf Hawaii an. Das war ein großer Fehler. Die USA schlugen mit einem kostspieligen und brutalen Krieg im Pazifik zurück, der Millionen von Toten forderte und der einzige Einsatz von Atomwaffen in der Kriegsführung war. Die langfristigen Auswirkungen auf Japan waren immens und wirken bis heute nach. Look at them all. I mean, we chewed them up. They just kept on coming. Platz 3. Hitlers Einmarsch in Russland. Es gibt ein Zitat, das lautet: Diejenigen, die sich nicht an die Vergangenheit erinnern können, sind dazu verdammt, sie zu wiederholen. Und genau das taten die Nazis im Jahr 1941. Obwohl sie sich an Napoleons ersten Einmarsch in Russland orientierten, führte der Versuch der Nazis, in die Sowjetunion einzumarschieren, zu einem katastrophalen Verlust an Menschenleben und bedeutete in den Augen vieler den Untergang des Dritten Reichs. Genau wie Napoleon wollten sie einen schnellen Sieg erringen, der jedoch nicht eintrat. Die Operation Barbarossa, wie sie später genannt wurde, dauerte über 5 Monate und forderte über 5 Millionen Tote. Platz 2. Genghis Khan verärgern. Viele verärgerten den Großkhan während seiner Herrschaft über das Mongolenreich, aber keiner so spektakulär wie Alaaddin Mohammed II., Schah des muslimischen Khwarezmischen Reiches. Die Verärgerung des Khans hatte die Zerstörung von Alaaddins Reich zur Folge, aber das hätte nicht sein müssen. Genghis wollte Frieden mit dem Schah und sagte: Ich bin Herr über die Länder der aufgehenden Sonne, während du über die der untergehenden Sonne herrschst. Lass uns einen festen Vertrag der Freundschaft und des Friedens schließen. Der Schah weigerte sich und tötete einige mongolische Abgesandte. Das Ergebnis war, wie bereits erwähnt, für den Schah alles andere als vorteilhaft. Das zeigt nur, dass man sich nicht mit einer Mongolen anlegen sollte. Bevor wir weitermachen, abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um über unsere Videos informiert zu werden. Platz 1. Die siegreichen Alliierten erlegen Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg harte Bedingungen auf. Der Vertrag von Versailles, der Moment, der die nächste Hälfte des 20. Jahrhunderts bestimmen sollte. Der Moment, der zum Aufstieg des Faschismus, der Nazis und schließlich zum Holocaust führen sollte. Nach einem langen und brutalen Ersten Weltkrieg hatten die siegreichen Alliierten die Aufgabe, die Verlierer zu bestrafen. Und das taten sie auch. Der wichtigste Punkt des Vertrags war, dass Deutschland die volle Schuld für den Krieg auf sich nehmen musste. Was bedeutete, dass es Abrüsten und Reparationszahlungen an alle betroffenen Länder leisten musste. Dies würde das europäische Land praktisch in den Bankrott treiben und die Weichen für eine sehr unheilvolle Zeit in der Geschichte der Menschheit stellen. Was hältst du von der Liste? Sieh dir diese weiteren Videos von WatchMojo Deutschland an. Abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um kein Video zu verpassen.